blinkenden Lichter. Die Ära der blinkenden Lichter auf Websites. Das ist wohl nicht. Der Willkommenstext mit Neon untermalt war. Das ist dann so: Willkommen auf der Website. Blink, blink, blink. Das ist. Ja. Yeah. Also, ich wollte irgendwas zu einem Thema erzählen. Ja, ich wollte sagen zu dem das Wort Minor, das war tatsächlich eine, ich weiß nicht, wer hat das erzählt, hast du das erzählt oder war das Prof oder irgendjemand anders, ich weiß nicht, wann wir uns darüber unterhalten haben, aber irgendwie, das kam irgendwann mal ins Gespräch und dann, ich weiß nicht, über welches Thema, wie das ins Gespräch kam, aber dann habe ich das Wort Minor Attracted Person kennengelernt. Das ist, was mich wirklich nachhaltig schockiert hat. Das ist, was mich bis heute irgendwie, das wusste ich bis dahin noch nicht, dass es solche Leute gibt, dass da Leute wirklich sich so nennen. Das ist pädophil. Also ich sag mal so, das klingt sehr nach einem Prof-Thema. Ich glaube, irgendwie, vielleicht warst du gar nicht mit dabei, aber irgendwie warst du da mit dabei. Nein, ich glaube nicht. Das kommt mir nicht bekannt vor. Es klingt nach Tabletop-Simulator. Ich meine, mit Serbi haben wir das mal thematisiert, wo es dann. Ich glaube, da ging es darum, dass das Thema habe ich, glaube ich, eingebracht, dass ich tatsächlich ein paar Leute kenne und mit ein paar Leuten auch schon geschrieben haben, die. Deswegen wollte ich das gerade nicht beim Regenbogen thematisieren, dass ich wirklich mit die Diskussion auch schon auf Twitter und so hatte. Es gibt Leute, die jetzt wirklich die fordern, dass die pädophile Leute in die LGBTQ-Community aufgenommen werden sollen. Hatten wir tatsächlich, doch, ja. Wo ich gesagt habe, nein, natürlich nicht, nein, definitiv nicht. Auf keinen Fall. Das ist wirklich auch. Definitiv ist ganz klar, dass nach ich fühle mich nicht. Ich fühle mich schon dreckig, dass gerade eben einen Satz gesagt zu haben, dass da. Definitiv nicht. Und dann wurde mir, ich glaube, Prof hat das, war das, ich würde mal darauf festlegen, dass Prof mir das erzählt hat. Es ist halt einfach, und immer wenn ich jetzt Minor höre, bin ich nachhaltig schockiert, das war für mich ein Trauma, dass Leute wirklich da, dass Leute sich wirklich teilweise ins Twitter-Profil oder so schreiben, dass sie irgendwie sind. Das tut Leute! Das sind meine Aspekte, das ist nein. Und das versuchen dann auch, als Sexualität zu rechtfertigen, das ist. Aber wie soll ich denn da durchkommen? Das ist. Das regt mich auch so auf, das ist halt einfach. Es ist ja das Problem, was wir in Russland haben. In Russland werden ja die Homosexuellen verfolgt, weil sie von Putin und von der Regierung, jetzt mal ein ernstes Thema, nicht so lustiges Thema. Ich meine, das andere Thema war auch nicht ernst und auch unlustig. Also es ist schon lustig, dass Leute ernsthaft so mit denen so betiteln. Das finde ich schon irgendwie komisch. In Russland werden die Leute ja. Es wird ja mit Pädophilie in einen Zusammenhang gebracht in Russland. Dadurch begründen die ja ihre Verfolgung durch der homosexuellen Leute. Das ist ja deren Begründung. Die hätten was mit den Pädophilen am Hut und dadurch könnte man die verfolgen. Das ist. Und auch aus dem Grund ist da definitiv nein. Ja, du weißt, dass das nur ein Grund ist, der vorgeschoben wird, oder? Ja, es ist ein Grund, der vorgeschoben wird, aber indem man hier in Deutschland diese Diskussion eröffnet, ob Pädophile in die LGBTQ-Community aufgenommen werden, das ist, verstehst du? Nein, sollten sie nicht, dann könnten wir gleich Priester aufnehmen. Sollten sie nicht. Darüber zu diskutieren, finde ich schon. Scheiße, das wird doch nicht in Deutschland diskutiert, das wird in Amerika diskutiert. In Amerika ist sowieso seltsam. Ja, mittlerweile auch in Deutschland. Natürlich wird das in Deutschland jetzt auch diskutiert, weil die Deutschen genauso dumm sind. Ich nenne jetzt keinen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich kenne sogar jemanden, mit dem ich mich wirklich in die Haare gekriegt habe, deswegen. Der wirklich hier in Deutschland lebt und
Und ich glaube sogar Streamer ist, der halt wirklich diese Ansicht auch vertritt, der halt wirklich da. Ich nenne keinen Namen, weil ich will den jetzt nicht in unten. Der macht tolle Streams und der ist eine nette Person. Der ist halt, der hat halt einfach nur eine. Ich habe mit dem lange drüber diskutiert, der hat halt. Der macht das nicht, weil er irgendwie selbst so ist oder weil er irgendwie. Der will halt nur mehr Gleichberechtigung und sieht das ein bisschen zu weit. Das ist halt irgendwie. Ah, die sehr linken Streamer, ich verstehe. So ein bisschen einfach aus Prinzip, weil man keinen benachteiligen will und so. Das ist halt einfach. Ja, ich verstehe schon die sehr linken Streamer. Ja, das ist ein Volk von Leuten. Ich sag dann wirklich, ihr kriegt auch von mir keinen Namen, weil ich finde den super toll. Ich bin auch bei dem gerne im Stream und ich verstehe auch, dass der das nicht so meint und dass das definitiv nicht. Soll er seine Meinung haben, sie ist nur nicht meine. Nee, das ist, ich akzeptiere, es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das als Meinung akzeptieren will, weil es ist halt auch irgendwie du hast sie auch nicht zu akzeptieren, du hast sie zu tolerieren. Es kann dir ganz egal sein, was er denkt. Tolerieren heißt ja, kommt ja vom Begriff tolerare. Heißt so viel wie erleiden oder erdulden. Du musst die Meinung des anderen nicht mögen, aber du musst sie aushalten. Du musst das. Ja, das ist ja auch so. Und ich habe ja gerade gesagt, du musst die Meinung nicht akzeptieren, du musst die Meinung tolerieren. Was haben wir hier gerade gemacht? Wir haben über schwierige Themen irgendwie. Nee, ich meine, was haben wir in-game gemacht? Wir sind hier ohne Disco-Kugel gelaufen. Das ist was. Ja, ich wollte es gerade sagen, wir haben um 21.20 Uhr über schwierige Themen diskutiert, während zwei lustige Spielfiguren über eine blinkende Disco-Kugel gerannt sind. Das ist. Ja. Eine Zusammenfassung unserer Streams eigentlich. Ja. Oh nein, Aufzug-Level. Ja, sowas kommt aber auch nur zustande, weil er halt wirklich nichts anderes gab. Es war halt gerade nichts da. Es ist halt nichts, worüber es halt irgendwie. Es ist halt nichts passiert im Spiel. Außer dass es halt optisch ist. Das haben wir jetzt auch schon oft genug. Ja. Das Level ist optisch genial. Spielerisch mehr so okay. Das Publikum. Why did Bowie get us? Okay, baby, groove it, woohoo! Come on, glow sticks, dance with me. What are you doing? Where are you going? Come on, glow sticks. Hey, Cody, May, play some music, make them dance. Well, maybe they will if you leave the dance floor. Yeah, dude, seriously, I think you're scaring them. No way, baby, I'm killing it. Can't you see my hip gyration? This is Scheißbuch. Please stop. Oh, please no. Moni, wir sind uns einig, dass wir so weit mal wieder groß sind als Menschen hier, dass wir das Buch verbrennen. Das wird verbrannt. Verbrennen und die Asche vergraben. Die Asche wird tief vergraben. Dieses verschissene Buch. Ich meine auch wirklich, dass das Mädchen das Buch aus dem Müll hat. Von daher. Was machen wir jetzt? Ich glaube, hier rauf. Hier kann ich den DJ machen. Aber wie? Indem du die Maus drehst. Ich mach schon. Mach du mal lieber. Ja. Ah, okay. Das tun, was gesagt wird. Maus drehen einfach. Mach du mal das, ich mach das andere hier. Alles klar. Aber wir müssen also die. Guck mal, hier auch was machen irgendwie. Ah, hier, tanzen. Ach du Scheiße. Oh Gott, was? Du magst doch Rhythmusspiele so sehr. Lehrt das Kuh. Die hauen wieder alle ab. Wir haben es versaut. Verständlich. Müssen die alle anlocken hier. Was? Wie schnell muss man denn sein? Hier müssen wir gewinnen. Leertaste, Q, Leertaste, E. Nicht kommentieren, konzentrieren! Q.
Q, Leertaste Q, E. Nee. Ich hab's gut gemacht. Ich nicht. Hier muss ich Dampf machen, ich mach Dampf, ich mach Dampf. Das kann ich. Hier muss ich Bewegungen machen, die ich normalerweise im Bett tue. ja. Würde ich nicht wissen. Leertaste E. Ah. Ich glaube, das verschreckt sie nur. Ja, wenn wir das machen, verschreckt sie das. Darin. Wir werden dann auch nicht besser. Mordi schrubbelt. Na toll. Okay. Concentration. Ist das scheiße. Okay, ein paar sind noch da, weitermachen hier. Ja, weil ich's nicht verkackt habe im Gegensatz zu dir. Das wird schwer. Alter Schwede. Wieso das, was wir ernten? Kann ich mich raushalten, einfach nicht tun, oder? Nein, kannst du nicht, dann wird's nur schlimmer. Ich schaff das nicht, ich bin kein Rhythmus-Level-Typ. Ich drück nur irgendwelche Tasten. Es wird ja, nie was. Auch, es sind mehr, es sind mehr, es sind mehr. Brauchen halt einfach eine Weile. Wir brauchen alle. Oh Gott. Ja, gib einfach dein Bestes. EQ und Leerzeichen ist, oder EQ, Leerzeichen, EQ, Leerzeichen, EQ, Leerzeichen. Ich drücke einfach alles gleichzeitig. Okay. Diesmal war es gar nicht so schlecht. Ich habe einfach alles gleichzeitig gedrückt. Bisschen schrubbeln. Okay. Okay, EQ und Leerzeichen. Wir haben es, glaube ich, gleich. Ich muss nicht zu sehr versauen. Ich glaube, wir haben es. Leider nicht. Okay, noch weiter tanzen. Wie okay, cool hast du. Einfach alle Tasten random drücken. Irgendwas wird schon gehen. Ist ziemlich erfolgreich. Versuch das mal. Mach mal die. Nein, ich versuch's konzentriert zu machen. Einfach random alle Tasten drücken. Und er saugt die Glowsticks in sein langes Rohr. Können wir darüber reden, dass er die Tänzer hier entführt und gegen ihren Willen zu einem anderen Konzert bringt? Oh, das ist cool. Okay. Inside the Audio Table. Okay. Audio Cable. Audio Cable. Also in deinem Kopfhörerkabel bist du gerade. Aha. Ich glaube nicht, dass das Kopfhörerkabel sind. Ja, Soundpult-Kabel, damit mit der die Kabel zu dem. Ich hab doch keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall sehr nach Synthwave aus. Vom Soundboard bis zum. Bis zum Lautsprecher. Ist auf jeden Fall ein AUX-Kabel. Sehr viel Neon auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein AUX-Kabel. Mit Klinkenstecker. Stecker. Die einzigen Stecker, die überall reinpassen. Die nicht überall, sondern die auf jede Richtung, also die man nicht drehen muss. Die. Okay. Das USB-Port musst du dreimal drehen, damit es passt. Das ist so ein. Das andere musst du zweimal drehen. Der Weltraum. Voll den Schwarzen noch. Musik. Hey. So, und damit müsste eigentlich das Level jetzt soweit beendet haben. Ich meine, es kommt noch eine Sequenz, aber sonst. Yeah!
Da schwelgst du bei der finalen Sequenz. Das schöne Lied. Dieses schöne Lied, das aus nichts besteht. Ja. Außer dem, was wir die ganze Zeit gehört haben. Ich singe, da ist für den Mund. Stimmt, ich bin's ja, der singen muss. Ich verlange, dass du singst. You hear that, May? You hear the anticipation? I haven't performed in front of an audience for ages. May, it'll be fine. Just think of them all in their underwear. Yes, that would make you relax. Cody, let's go prep the stage. Okay, Buck. Hey, May. Break a leg. I can't do this. I can't do it. May, it doesn't have to be perfect, you know. Yes, it does. If it's not perfect, I'll let them down. No, just sing from your heart. You weren't born to be perfect. You were born to be you. The most nervt. So spannend. Boah, so spannend. Ein großer Auftritt. Quetsche mich durch. Ah ja, und jetzt soll ich irgendwas machen, oder was? Du musst den Schalter machen. Machst das Licht, die Scheinwerfer an. Ah ja. Den hier meinst du? Ungefähr. Alles klar. Versaut er mir einen großen Auftritt. Sind viele Leute da. Hm. Ich geh doch mal eben aufs Klo. Meinst du, ohne dich spielen? Ja, natürlich. Kaffeetischteile. Mhm. Ah ja, Ikea also. Made in Germany. Na dann. Kann das ja nur gut sein. Ja. Die hier wissen, was gute Qualität ist. Na komm, mach's Licht an. Meinst du den Schalter hier? Exakt den. Nicht einen von denen da unten? Die haben doch genug Licht. Such dir einfach irgendeinen aus. Ist ja gut. Ich steuere gerade nicht. Ah, ja, jetzt. Da ist die Bühne. Da ist der Vorhang. Ah ja, da ist die Betriebsanleitung für das Auto. Wo ist die Betriebsanleitung für das Auto? Direkt da. Vehicle Meld. Da ist die Betriebsanleitung für das Auto. Gut, das ist ja fantastisch. Classic Children's Stories. Ist auch gut. Ja, komm, als ob du dafür ein Buch brauchst. Jetzt geht's raus. Hi, guys. Hallo. Und jetzt einfach 30 Minuten Rhythmuslevel für dich. Ja. Nee, jetzt wird come gesungen. On, ein großer Moment. Ich muss singen. Come on. Auf den Billionplätzen. Hm.
Ich übe schon meine Stimme. No. Ey, was geht hier einfach so? Ohne Erlaubnis auf dem Speicher. Macht noch meine alte Karrierebahn kaputt. Echt, ey. Soll ich lieber allein zur Bushaltestelle? Jetzt ist der Auftritt. Ich werde singen. No. Na komm. Ich klau dir einfach die Bühne. Ich klau dir einfach die Bühne. Jetzt. Ich dachte, das ist jetzt. Ich höre schon die Melodie. Ach, das ist ihr Lieblingssong. Ein sehr guter. So, aber jetzt. Genau so. You can do this, May. I know you can. Ich finde es schade, dass sie keinen extra Song dafür geschrieben haben, ehrlich gesagt. Thank you. Ist doch super, sie haben noch einen Song geschrieben. Die Lyrik sind relativ einfach. Ja, jetzt sind wir hier. Das Schweben war also. Ja. Und sonst so. Ich weiß ja nicht. Das ist so dumm, dass man es einfach jederzeit abbrechen kann. Ja, komm, Cody. Aber nur so richtig unangenehm nah. Ich habe schön für dich gesungen. Bleib einfach auf dieser Distanz. Ja, reicht schon? Das ist auch nicht den Moment. Ich habe schön für dich gesungen. Es war romantisch. Es ist so dumm, dass das geht. War so ein romantischer Moment. Machst du endlich langsam mal einen Screenshot oder was? Jetzt. Das geht immer noch abzubrechen? Wie dumm ist das denn? Paparazzi. Immer noch? Oh mein Gott, das ist so dumm. Das ist so unendlich dumm. Wie kurz vorher kriege ich es hin abzubrechen? Gleich haben wir's. Und jetzt einfach so ein richtig übel
übler Knoblauch rübst ins Gesicht. Na komm, jetzt haben wir's. Das ist so dumm. Na komm. Ich liebe es. Na komm, jetzt. Ich liebe es, ey. Vielleicht doch nicht. Na komm, so die Spannung dumm. Ist unaushaltbar. Sie spitzen die Lippen. Na komm. Oh Gott, das ist so dumm, dass das geht. Mach schon. Ja, ist ja gut. Wie da geht das noch? Drückst du überhaupt? Ja, ich drücke. Langsam, aber... Na komm. Na also... Das war unangenehm lang. Aber für mich war es super lustig.